brother. It's called a crossfire. It's caught in the crossfire. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, euer Gamer-Bruder. Und heute gibt es mal wieder ein Best-of-Pack-Opening von dem Stream gestern. Es war ein absolut kranker Stream. Wir sind einfach mit 14:0 in die Weekend League gestartet. Haben uns auch hinterher den Erling Haaland Future Star gegönnt. Neue Future Star-Karten sind rausgekommen. Das zweite Team, eben unter anderem auch Haaland, für eine günstige Summe von knapp 4 Millionen Coins dabei. Und wir haben dazu eben das ein oder andere Pack gezogen. Davon seht ihr jetzt das Best-of. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da. 10.000, 10 Likes möchte ich sehen. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ich erkläre es diesmal nicht. Strengt euch an. Bevor es mit dem Video heute richtig losgeht, Freunde, darf ich euch noch meinen Partner Lootboy vorstellen. Die haben nämlich wieder eine ziemlich coole Aktion zusammen mit PaySafeCard und es gibt wieder FIFA Points für euch. Also bleibt dran. Ist cool. Für die, die die App Lootboy noch nicht kennen, dort gibt es immer die Möglichkeit, Packs zu öffnen, verschiedene Loot-Packs und sich da coole Sachen zu holen. Unter anderem nehme ich auch FIFA-Points, gibt Wallpaper von YouTubern und ihr habt eben verschiedenste Möglichkeiten. Ihr könnt die entweder über Echtgeld öffnen oder ihr verdient euch eben ein paar Münzen und ein paar Diamanten zusammen. Es geht auch verschiedenste Wege. Man kann sich zum Beispiel immer Daily-Coins holen, man kann Comics lesen und so weiter und so fort. Und dadurch kriegt man dann eben Punkte, Coins und Diamanten. Ihr kennt ja jetzt wahrscheinlich auch schon das Premium-FIFA-Points-Loot-Pack. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal vorgestellt. Gibt es eben im Bundle, was man sich entweder für 10 Euro holen kann oder man verdient sich eben genug Points, um sich das zu holen. Und wenn ihr euch dieses 10er Bundle jetzt holt, auf welchem Weg auch immer, gibt es eine coole Aktion und zwar bekommt ihr das PaySafeCard Loot Pack dann noch gratis dazu. Das Ganze geht nur noch bis zum 10. Februar um 11 Uhr, also checkt das Ganze auf jeden Fall zeitnah ab, wenn ihr das interessant findet. Das ist jetzt nämlich neben dem Gold Rush Bonus Loot Pack noch zusätzlich dabei, das habe ich euch ja letzte Mal vorgestellt. Und in diesem PaySafe FIFA Points Bonus Bundle habt ihr eben einen garantierten PaySafeCard-Code drin, mit dem ihr euch eben FIFA-Points holen könnt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier, seht ihr es, einen für 500 FIFA-Points gekriegt und konnte den dann instant direkt schön bei mir auf der PlayStation eingeben. Einfach auf Bezahlen über PaySafeCard gehen, könnt ihr euch den direkt ranholen und schon kriegt ihr 500 FIFA-Points. Also ist eine ziemlich coole Sache. Zusätzlich zu dem Future Stars Event gibt es nämlich aktuell auch noch eine Aktion und zwar bekommt ihr mit dem Code Future Stars, den habt ihr hier eingeblendet, damit bekommt ihr nämlich 10 Diamanten und auch noch 2000 Coins obendrauf. Den Code ganz easy einfach in der App oder auf der Website unter Code einlösen. Also ist ziemlich simpel. Checkt das Ganze ab. Ich hoffe, es gefällt euch. Lootboy ist in der Beschreibung verlinkt und ich hau jetzt auch noch mal 50 Euro Guthaben für die PlayStation oder für Xbox raus, eben für FIFA Points einen schönen Code und damit einfach hier drunter mit Hashtag Lootboy kommentieren. Also checkt es auf jeden Fall ab, ich wünsche euch viel Erfolg und jetzt viel Spaß beim Video. Ersetzt du Haaland mit der Future Star Karte? Ja, es war ja von Anfang an der Plan, das Team so zu bauen, dass wir dann Haaland Future Star heute kaufen. So, wir haben noch 5 100k Packs, die können wir gleich ziehen. First 100k Pack, first Pack of the day. Wir gehen rein. Future Star direkt, Ehre. Ja, Ginchek. Ah, Ginchek. Auf dem rechten Flügel, wie man ihn kennt. So, 3 Minuten noch. Oh, da müssen wir uns beeilen. Future Star. Ja, Future Star. Komm, Joao Felix. Kabak. First Owner Kabak. Ist das ehrenhaft? Ist das... Ey, Freunde, das ist Ehre. Das ist einfach Ehre. Let's go. Markiert mich in der Story. Markiert mich in der Story. Ist das ehrenhaft? Ich wollte ihn First Owner. Ich habe ihn First Owner. Let's go, Alter. 3 Minuten vor Ende. 3 Minuten. Und dann hätte man ihn nicht mehr ziehen können. Alter, sick. Alter, Freunde, Packluck. Jetzt schon mal für heute. Sehr gut. Ah, nice try, ne? Müller. Ah, Hummels. Egal. Nice, nice. Immer sehr gut. Mir geht's immer sehr gut. So, 19 Uhr. Lightning Round sollte da sein. Haaland sollte da sein. Valverde sollte da sein. Aber wir haben 50 K-Packs. Let's go. Thilo Kehrer. Tschüss. Soll mal Haaland gönnen. Aber wie zufrieden seid ihr? Ich meine, es kommen ja noch ein paar als SBC und Wochenchallenge. Ich dachte kurz, wer weiß, Alter. Heilige Scheiße. Wie zufrieden seid ihr mit den Future Star Karten? Ich finde, die haben eine coole Auswahl getroffen. Ich würde halt jetzt gerne nochmal... Hatten wir überhaupt in der Lightning Round schon Walkout? Ich rede hier die ganze Zeit. Hatten wir überhaupt schon Walkout? WTF? Ich ziehe hier die ganze Zeit die 50 K-Packs und... Digga, wir hatten keinen einzigen Walkout. WTF? Krank, Alter. Die Haaland-Karte sieht schon heftig aus, ne? I think it's time to blow. Es ist der erste Walkout! Hey, Thomas Müller! Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mann! Aber Freunde, wir dürfen uns nicht beschweren. Wir haben First Owner, Future Star Ozan Kabak jetzt im Verein. Und das ist gut. War es ein Walkout? Oh, es war ein Walkout! Ehre! Casemiro! Die Kohle ist für dich, Bruder. Zünd dir eine an. Neymar ist eh verletzt. Ah, stimmt, da hat ja die Schwester wieder Geburtstag. Da habe ich letztens so eine geile Statistik gelesen. Irgendwie Neymar war die letzten 4 Jahre immer an seinem Geburtstag und oder an dem Geburtstag seiner Schwester einfach verletzt. Fußballfan wegen Fußball und nicht wegen Nationalität. Ah ja, du kannst den Leuten ja auch nicht vorschreiben, für wen die sein sollen. Das ist ja auch Schwachsinn. Tierney. Geile Karte. Gibst du die 4 schwächeren Versionen von Ødegaard nicht für das seltene Spielerpack ab? Hä, ich dachte, das wäre so, dass du alle Versionen von Ødegaard einschließlich der 87er abgeben musst für das 50k-Pack. Das ist doch die Scheiße daran, oder nicht? Oder habe ich mich da vertan? Ja, hier, du musst ja auch den 87er abgeben. Macht ja gar keinen Sinn. Auf keinen Fall. Ey, schwitzt dir da so einen geilen Spieler und gibst dir dann für ein 50k-Pack ab, wo du, keine Ahnung, ein 82er, weiß ich nicht, drin siehst. So, 20 Uhr, 100k Lightning Round. Give me the Haaland. Oder Valverde. Oder, ein Walkout, Gareth Bale? Ja. Gerade noch gesagt, Juve hat einfach zu wenig zentrale Mittelfeldspieler. Einfach zu wenig. Einfach zu wenig. Alter, schon wieder drei Packs ohne Walkout. Es ist schon wieder nicht so geil. Es ist schon wieder nicht so geil, ne? EA, give me 1 ziemlich geilen Future Star. Oder mal ein Walkout wenigstens. Digga! Gib mir doch mal einen Walkout und nicht Gincheck. Ja, Engin. Was machst du auf Engin für ein Chemistry-Style Engine? Okay, nee, nein. Wir bleiben drin. In vom Walkout. Ja, Sancho, ist okay. Ist okay. Ist ja immer mal ein Walkout. Hat Grünlink zu Haaland. Meinung zu Haaland, Chat? Ich möchte Haaland ziehen. Das ist okay. Es ist der erste Walkout nach 4 Packs. Ich weiß nicht, was er wert ist. 150k? Haha, nicht mal 100k. Aber wir arbeiten uns langsam voran. Gönn, Bruder. Ich mach mit Nase. Give me a Walkout. Please. Future Star. Make it happen. Digga, das ist halt echt hart scheiße. Das ist wirklich kacke. Gincheck. Hey. Also das ist halt echt scheiße. Es ist wirklich scheiße. Wie scheiße sind bitte diese Packs? Hä? Ich habe es jetzt ein Walkout in dieser Lightning gezogen. Einen. Gönn doch mal. Ich will nur einen Future Star ziehen. Gib mir Kehra meinetwegen. Gib mir Kehra. Ich nehme Kehra. Ist okay. Digga, ich bin gerade absolut straight back into Team of the Year Zeit. 1 Gepäck gleich safe Walkout. Okay. Bisschen kitzeln. Ja, danke, Arnes. War eine richtig gute Idee, Junge. Hier läuft's. Hardcore geil, Alter. Hammer. Ey, Digga, hier ist für jeden was dabei. Digga, wir ziehen 2 Walkouts, diese Lightning. Es ist 2-mal in vom Sancho. Das ist der einzige Walkout, den ich kann anscheinend. Ja, Hype! 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 Gabriel Jesus, vielleicht kommt heute der Footmas. Wir warten immer noch. Wir warten immer noch, Leute. Bruder, ich wollte halt heute echt geile Future Stars ziehen. Versteht ihr, was ich meine? Ja! Wir sind drin! Malen nach Zahlen! Wir sind drin! Es ist einer, glaube ich, der schlechtesten, aber wir sind drin! Ja! Der Fluch ist gebrochen! Dankeschön! Viel mehr will ich doch gar nicht! Einfach nur mal... Ne? Oh, Junge! Alter! 270k. Oh, der ist extinkt! Der ist extinkt, Freunde. Und einer stellt ihn für 215 drauf. Komplett Lost in Space, 800. Staffel. Hey! Niemals! Sané, Mané, Koulibaly! Ist das denn die Möglichkeit? Der 4. Walkout aus dieser Lightning Round, Freunde. Wir waren zum Glück immer drin. Zum Glück kann ich widerstehen, wenn ich Points habe und noch Packs da sind. Zum Glück kann ich da widerstehen. Mbappé. Kanté! Zum Glück, Junge! Kann ich da reinkitzeln in die Olga? Junge, da bin ich da. Ist gar kein Problem. Junge, da bin ich da. Schönes Ding. Beste Lightning Round meines Lebens. Alles gut. Habe ich jemals diese Lightning Round kritisiert?
Ah, ist doch alles gut. Ja. Okay. Ist nicht alles gut? So, 125 Carpacks. Let's go. We need Future Stars. Und nicht wieder 300 Packs ohne Walkout, bitte. Das war ein Walkout. Thomas Müller. Oh, Toni Kroos. Let's go. Ja, zwei Packs, ein Walkout. Wir haben schon mal nicht so lange gewartet wie bei den 100 Carpacks, glaube ich. Nice. Aber jetzt nochmal Future Stars. Kroos ist irgendwie gerade gestorben. Haaland. Haaland. Walkout. Kein Walkout? Hä? Ah, es ist immer ein Walkout. Ich stand gerade richtig auf dem Schlauch, ne? Ich war gerade richtig in der Zeitkapsel. Ja! Komm schon! Nein! Chiellini! Gutes Fahrwasser, Chiellini! Gutes Fahrwasser! Komm schon! Gutes Fahrwasser! Und jetzt noch ein Future Star gleich. Oblak! Gutes Fahrwasser! Komm schon! Und jetzt gleich Future Star! Push dich doch mal! 90 plus Walkout in a Pack! Ich hab Titel! Icon! 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 Auch nicht eng! Oh nee! Oh nö! Bitte Prime wenigstens! Aber es ist eine Icon! Ich weiß nicht, ob du Prime bist, aber es ist eine Icon! Ja! Bruder! Ja! Und Tom hat sie gecallt! Er hat sie gecallt, Junge! Dankeschön! Dankeschön! Danke, Bruder! Bruder, Tom, du warst on point da. Oh, geht doch, Junge. Er schreibt 10 Sekunden, bevor das Pack aufgeht, rein. Icon kommt noch. Ja, danke. Nice one. Ich glaube, der ist nicht so viel wert. Aber gut. Gut fürs Gefühl. Aber ich hab's gesagt. Ich brauchte mal wieder einen Future Star. Kera ist okay. Er ist nicht viel wert. Aber er ist ein Ex-Schalker-Ehrenmann. Und da ist doch schön. Ist doch schön. Ist doch schön. Alles gut, Freunde. Wir sind... Es ist schön. So, letztes Pack, Jungs. Letztes 125er. Er gönnt nochmal. Na, ja, Alba ist in Ordnung. Alba geht fit. Alba nehmen wir. Für Jordi. Besser als so ein Parejo. Besser als ein Isco. Der Bra, der Bra, der Bra. Oh, lol! Gutes letztes Pack! Gutes letztes Pack! Gutes letztes Pack!